Moin Leute, herzlich willkommen zur 6. Folge von ARK Survival Ascendant. Und seit der letzten Folge können wir tatsächlich fliegen. Wir haben uns diesen traumhaften Flugsaurier gekrallt. Es war dramatisch, denn das Problem an der ganzen Sache ist Manuel. Der dritte, also Manuel 3.0, ist dabei bewusstlos geworden und irgendwie hat er sich wegteleportiert. Ich weiß nicht, was da los ist. Leute, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Lasst auch super gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen. Ich würde sagen, wir starten heute auf jeden Fall einmal die Rettungsmission. Wir müssen da unbedingt nochmal hinfliegen, um zu gucken, ob wir Manuel befreien können. Vielleicht wurde er auch mittlerweile schon gefressen, weil dort eben auch, glaube ich, ein dicker, fetter T-Rex wohnt. Wir werden einfach mal schauen. Ich lande mal kurz. Ihr habt nämlich gesagt, warte mal, dann habe ich das doch immer falsch gemacht. Teilen? Alles aufteilen. Ja, genau. Und das soll jetzt ganz schnell verrotten, sodass wir dann ganz viele Narko-Dingelings bauen können. So, Klumpi, du bleibst hier. Ah, nee, du bist wild. Du bist gar keiner von unseren Homies. So, ihr wartet kurz. Wir starten die Rettungsmission. Ich muss mich heute auch ein bisschen beeilen, denn ich habe ja gleich einen Aufnahmetermin. Nee, einen Architektentermin. Oh, warte, da kommt was runter. Das snacken wir einmal ganz schnell. Oh ja, guck mal, Ausdauer haben wir aber echt gut. Nee, Moment, haben wir... Doch, das geht auf jeden Fall durch. So. Und, Leute, ganz wichtig, wenn das Ding hier runterballert und wir eh warten müssen. Heute ist der Drop, und zwar vom Weihnachtsmini-Paluten 2.0 inklusive dem Adventskalender. Edgar ist natürlich auch immer noch am Start, genauso wie der normale Mini-Paluten. Da bin ich auch eifrig dabei, die Autogrammkarten zu unterschreiben. Also schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei. Die Reflektorjacke ist auch am Start. Oh, was ist ein Fiomia? Den nehme ich auf jeden Fall mit. Die Mais können wir auch hier. Stoffhandschuhe. Ja, ich nehme das alles mal mit. Tintobären. Habe ich alles mittlerweile schon wieder vergessen. Ah, nee, warte, das ist Manuel. Ach ja, stimmt. Den haben wir Manuel 3.0 genannt. Weil Manuel der zweite, ja, vermutlich... Also, vermutlich nicht mehr lebt. Oh, Alter, was... Ist das ein Unwetter, was da oben am Himmel schwebt? So, wir landen mal kurz hier wegen der Ausdauer. Ich konnte übrigens noch nicht auf eure Tipps eingehen, weil ich diese Folge halt aufnehme, bevor die andere überhaupt rauskommt. Weil der Architektentermin ist um... Ey! Um 13:30. So, dann lass uns mal ganz schnell hier rüber. So, hier ungefähr... Ey, es kann wirklich sein, dass Manuel einfach gefressen wurde. Der war doch nur bewusstlos. Aber plötzlich war er weg. Er war doch so ein stolzer Raptor. Ja, irgendjemand hat ihn gefressen. Oh ja, da ist auch wieder dieser Digge. Es tut mir, glaube ich, leid. Manuel den zweiten scheint es erwischt zu haben. Aber ich meine, wir haben jetzt Manuel 3.0. Er wird uns niemals verlassen. Hoffentlich. Ich gehe nochmal hier ein bisschen weiter. Aber ich bin der Meinung, dass wir so weit nicht geflogen sind. Oh, ist im Level aufgestiegen. Das ist doch gar nicht schlecht. Weil dann können wir auch nochmal... Ich würde lieber noch ein bisschen auf Ausdauer gehen, damit wir mit ihm länger fliegen können. Das wäre schon chillig. Die Frage ist auch, sollten wir nicht langsam auch gucken, wo wir Metallerz bekommen? Das ist ja hauptsächlich bei diesen großen Bergen. Oder bekomme ich auch hier Metallerz? Och, guck mal, wer bist du denn, Alter? Du kleiner Nasenbär. Der hat doch da gerade den Baum weggestoßen. Ich denke, wir müssen uns damit abfinden, dass leider Manuel draufgegangen ist. Weil er ist hier nicht mehr. Nee, gibt es nicht sowas, wo ich meinen Rudel angucken kann? Da war er hier. Manuel der Zweite. Warte. Select to add POI. P-O-I. Da. Manuel. Manuel, du lebst. Ich dachte, ich hätte dich verloren, Junge. Also für die Leute, die sich vielleicht wundern, die sich immer noch wundern, wo ist Manuel? Oh, oh, oh. Raptor. Da gehen wir ran. Weil der wird uns, bevor der uns attackiert... Oh, jetzt schlagen die sich. Okay, wir müssen hier das irgendwie schaffen. Ihr folgt mir alle. Genau, warum Manuel bei dem Projekt gerade nicht dabei ist, liegt einfach daran, dass ja, er vermutlich operiert werden muss wegen seiner Mandeln. Manuel, kommst du nicht mit? Doch, folge. Jetzt komm mit. Ja, perfekt. Dich bringen wir wieder nach Hause. Auch nochmal der Aufruf an euch. Schreibt mir super gerne, wo ich... vielleicht hinziehen sollte, was die besten nächsten Schritte sind, welche Dinos auf jeden Fall noch am Start sein müssen. Komm, lass dich da nicht von den Raptoren aufhalten. Komm, Manuel. Ja, die Mist, die folgen ihm.
Komm mit, Mängel, Mängel. Lauf, 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 lauf. Komm, 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 komm. Einfach weiter. Einfach weiter. Du schaffst das. Ich werde dich nicht nochmal verlieren. Es sei denn, hier wartet gleich der Spino auf dich. Dann hast du verloren. Oh, nö. Ein T-Rex. Mängel, komm mit. Schnell, 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 schnell. Einfach durch. Einfach durch. Mängel? Weiter, 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 weiter. Komm. Oh, nee. Wer ist der da unten, der da chillt? Nein, lauf, Mängel. Lauf, 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 lauf. Lauf. Oh, nee. Und nein. Wir müssen ihm helfen. Komm. Jawohl, den haben wir. Der T-Rex ist Gott sei Dank da hinten. Was war das für einer, Alter? Egal. Einfach weiter. Wir müssen sowieso einmal runtergehen. Kurze Landung. Sieh mal, was will der Dillo hier? Zack, Alter. Verpiss dich. Noch einer. So, geh bitte. Danke. Warum recken wir keine Ausdauer? Ich skill nochmal da rein. Jetzt. Da vorne ist der T-Rex. Boah, ich würde ja gerne mal den wegschnetzeln, ne? Oder den... Nee, das bringt... Das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Den zu tame? Das wäre wahrscheinlich schwachsinnig. So, Manuel, komm. Wir bringen dich einmal in Sicherheit nach Hause. Ey, diese Viecher, die immer klauen wollen, sind so nervig. So, Manuel, komm. Kommst du? Nicht durchs... Manuel, nicht durchs... Sag mal. Durchs Wasser. Komm, dich fresse ich, Alter. Zack. Der ist schon wieder ein Level aufgestiegen. Nochmal rein in die Ausdauer. So, Manuel. Lauf, lauf an Wasser. Aua. Das war dumm. Das war dumm. Manuel, du musst mir helfen. Manuel, du musst mir helfen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Manuel, du musst mir helfen. Okay, alles gut. Danke, Manuel. Hat Hälfte Leben gekostet. So, ab nach Hause. Rettungsmission. Erfolgreich. Leute, Mängel, der Zweite ist wieder zu Hause. Ich hab ihn tatsächlich geholt. Ja, sehr gut. Brav. So, dann können wir doch jetzt wieder alle anhalten. Genau. Ich mache euch aber alle nochmal auf. Neutral. Genau. Damit ihr halt euch auch verteidigt. So, ich würde jetzt, glaube ich, ganz gerne... Ich weiß allerdings nicht, wo der nächste Berg ist. Aber wir ziehen mal weiter. Na... Manuel. So, danke. Wir fliegen mal in die Richtung für eine kleine Entdeckungsreise. Wir müssten doch eigentlich hier, wenn wir ganz nach oben fliegen, mal einen Berg sehen können. Weil ich hätte halt ganz gerne Eisen. Also auch in größeren Mengen. Oh, da ist irgendwas Blaues. Blau ist doch noch seltener als die grünen Sachen, oder? So, warte mal. Ich snack mir erstmal das hier. So, einmal absteigen. So, was ist hier Geiles drin? Ein Dunkleo-Steuß-Sattel. Was ist... Oh, Alter. Schrotpatron. Was ist ein Dunkleo Steuß? Das ist so ein riesiger Fisch. Tegi hat Neo. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich so Lust auf dem hab. Auf den Dunkleo Steuß. Spiel abgestürzt. Oh, nein. Krass, zum ersten Mal. Oh, Mann, ey. Hoffentlich hat er gespeichert. Nein. Nein. Es ist alles weg. Ah, wo ist mein... Da ist Manuel 3.0. Manuel, komm her. Ah, das tut mir leid, Leute. Das ist halt leider auch arg. Warte mal. Schade, ich hätte... Obwohl, dieser Sattel war jetzt auch nicht so wichtig. Okay, dann lass das anders machen. Komm. Scheiß drauf. Dann lass erstmal hier gucken, dass wir hier auf den grünen Nenner kommen. Ich gucke jetzt, dass ich hier vielleicht auch nochmal ein bisschen Erz bekomme. Und derweil Stein hole. Damit wir unsere Basis ein bisschen ausbauen. Beziehungsweise, dass wir da erstmal ein richtiges Haus uns machen. Aber ich sehe da hinten, naja, man sieht auch die Markierung ist immer noch aktuell von Manuel der Zweite. Kann ich die Sachen, warte mal, hat er genügend Gewicht? Ah, nee. Aber wir können mal gucken, wie viel bräuchte er denn. Na, aber ich gehe erstmal auf Ausdauer. Das, was ich mich auch frage, wie soll ich so einen Anki überhaupt hier hinbekommen? Weil ich brauche ja einen, mit dem ich jetzt deutlich mehr Stein farmen kann, oder? Oh, einmal Metall. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Stein. Ich muss gleich Manuel retten. Weil wenn ich ehrlich sein soll, habe ich ein bisschen Schiss. Da läuft doch die ganze Zeit dieser T-Rex rum. Und der muss ja nur einmal in die Nähe von Manuel kommen. Und der macht den weg. Ich werde jetzt trotzdem einmal kurz nochmal die Basis ein Ticken ausbauen. Ich meine, wir können das Haus ja peu à peu erweitern. Manuel, du nervst jetzt. Hör jetzt auf! Stopp!
alle anhalten. So. Ja, guck mal, das würde doch hier für den Start schon mal reichen, wenn wir jetzt hier Stonewall. Ja, eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, wir brauchen schon relativ viele. Platzieren. So, hinten dicht. Okay, das ist doch schon mal chillig. Wir hätten aber vielleicht ein bisschen, wenn das hier mal ein bisschen Licht reinkommt. Was fehlt denn jetzt uns hier noch? Steine tatsächlich. Krass, ey, Steine. Da müssen wir uns echt was überlegen. Wie kann ich denn noch effektiver Steine farmen? Das wäre halt auch so ein Punkt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Aber ich bin immer der Meinung, dass man das doch... Das konnte man doch auch mit dem Stego machen. Stego, ging das nicht mit dir, Junge? Was brauche ich für ein Stego... Stego-Sattel? Stego. Was fehlt... Uns fehlt alles. Leder 2... Doch, das kriegen wir aber alles easy. Fasern und Leder. Junge, ich habe noch viel Leder. Also... Zumindest die Dinos müssten auf jeden Fall noch Leder am Start haben. Oh ja, hier ist 188 Leder noch. Bisschen Holz fehlte, glaube ich, auch. Fasern. So, komm mal her, Junge. Da, Stegosaurus. Einmal herstellen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem nicht auch Steine zerstören kann. Oder zumindest Holz. Holz wird ja auch schon mal ganz gut gehen, oder? So, Stegi, komm mal her hier. Gönn dir mal den Sattel. Und jetzt gucken wir mal mit dir. So, du kleiner langsamer. Jetzt den Stein hier. Komm, Junge. Nein. Bitte. Oh, aber Holz? Ja, Junge, Holz. Der gönnt sich. Zack, Alter. 84. Der ist schon nicht schlecht. Sind das immer wieder... Stackt das gerade? Zack. Ja, ja, guck mal hier. Und bei ihm gehe ich dann eher auf Nahkampfschaden und Gewicht, ne? Weil je mehr Nahkampfschaden er macht, umso mehr farmt man auch, oder nicht? Ja, da müssen wir nur noch was für Steine und so. Das muss ich unbedingt mal googeln. Oder ich werde es ja in der nächsten Folge, aber ich muss vielleicht, glaube ich, auch die nächste Folge noch direkt aufnehmen. Weil ich das ansonsten nicht hinbekomme, weil aktuell kommt ja arg täglich. So, warte mal. Oh, er ist auch voll. Das Gute ist, wir haben aber nochmal einen Punkt. So, lass das mal alles abliefern. Das ist schon ganz cool. Ah ja, der Duedicurus. Duedicurus. So, jetzt müssen wir nur herausfinden, wo lebt der Bree? Ah ja, ah. Der ist relativ selten. Der kann aber gar nicht so weit weg von uns spawnen. Warte mal. Lass doch, wir können doch fliegen, Alter. So, Manuel, komm mit. Ich speichere. Diesmal drücke ich direkt drauf. So, warte mal, wenn ich hier auf die Map gucke. Ja, ja. Dann irgendwo hier. Man sieht einfach gar nichts. Ich fliege einfach durch die Wälder. Warte mal, Manuel, der zweite. Das liegt, glaube ich, ein bisschen auch auf dem Weg. Also lass vielleicht gucken, ob wir den nicht uns doch noch schnappen können. Ah, das ist der T-Rex. Ich muss mal kurz landen. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, du bist doch auch ein Fleischfresser, der uns angreift, oder nicht? Also hier müssen wir gerade echt ein bisschen aufpassen. So, direkt wieder los. Oh ja, da frisst der T-Rex. Da ist noch ein T-Rex. Oh nee, Alter. Ich werde den nicht hier wegbekommen, Alter. Hier sind diesmal ganz andere Kaliber am Start. Aber wir müssen es zumindest probieren. Manuel, ich muss kurz eine Sache machen. Nimm es mir bitte nicht persönlich. Ich nehme den Sabel. Oh, was ist das denn? Sauropodenwirbel. Okay. So, warte mal. Alle mir folgen. So. Hä, und hier? Hier auf der Map soll er sich auch irgendwo befinden. Zumindest mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Obwohl, doch hier. Hier soll er am Start sein. Also, er kann am Start sein. Hier ist so ein Nasenbär. Da sind die Schildkröten. Vielleicht ein bisschen hier unten. Da müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein. Nicht, dass hier irgendwas ist, was uns ganz schnell gefährlich werden kann. Aber hier sind nur Triceratopsos. Moinsen, Jungs. Ja, ja, aber hier wird mir das auf jeden Fall angezeigt. Also, sie sind zwar selten, aber es ist nicht unmöglich, sie hier zu finden. Das sind ja die Schildkröten. Das sind so... Ich habe sie euch auch hoffentlich eingeblendet. Die können sich auch so rollen, wie so kleine Würstchen. Es würde auch dazu passen, dass die sich hier aufhalten. Oh, Manuel? Manuel, du musst da unten raus. Junge, was machst du denn da unten? Warum bist du denn hier? Nein, du wirst angegriffen! Oh Gott. Manuel, was machst du denn da? Du musst hier unten raus. Jetzt bin ich auch abgesch... Achso, sorry.
dachte, das wäre irgendwie ein ekliger Fisch. Ja, warte mal. Okay. Okay, dann Manuel, da müssen wir es ganz anders machen. Da muss ich dich nach Hause reiten, wenn ich hier wieder rauskomme. Als ob. Vorbei an dem T-Rex. Frage ist, wo kommen wir hier wieder raus? Ah, da vorne. Okay, wir haben echt nicht so viel Ausdauer. Warte mal. Kann ich mit dir... Ja, ja, ich skill auch ein bisschen in Ausdauer. Bisschen Gewicht. So. Sehr gut. Nein. Was macht denn jetzt Manuel? Warte mal, mit ein bisschen Glück. Ja, ja, komm. Sehr gut. Er folgt uns. Das Problem ist, jetzt geht er uns wieder die ganze Zeit auf den Keks. Gott, das wird ein absolut... das wird ein Himmelfahrtskommando. Am T-Rex. Oh, und da ist... Da war direkt schon was. Okay, alles gut. Wir schwimmen hier längs. Einfach... Nee, 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 nee. Alles, wir gehen weiter. Wir gehen einfach... Oh, nein. Oh! Einfach runter. Easy. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Nee, warte, wir gehen gerade ein bisschen falsch. Aber wir müssen hier schon dem Wasser folgen. Jetzt aber jedes Mal so mega runter. Holy, chill, chill, chill. Chill, au. Oh, Alter, der hat mich richtig weggekickt. Lauf, 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 lauf. Nein. Junge, warum kämpfst du? Komm mit. Junge, ich hab dich doch auf Folgen. Bist du da? Jawohl. Okay, okay, okay. Wir müssen hier kurz mal kurz reggen und dann weiter. Da ist ein Spino. Da ist ein Spino. Okay, lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. Komm, komm. Folg mir. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Einfach weiter. Da vorne ist der Spino. Ja, toll, was machen wir denn jetzt? Da vorne kämpft einer. Okay, wir müssen aber trotzdem hier auch... Oh, warte mal. Ist hier nicht geiler Loot? Lass uns das einmal angucken. Weil das sieht ja ein bisschen episch aus. Oh ja, irgend so eine grüne Hose. Handschuhe. Seife. Irgendwelche Pfeile. Das ist geil, das ist geil. Das ist gut. Und weg. Komm, ganz schnell. Das war glaube ich, diese Ghillie-Hose. Die haben mir Leute auch empfohlen. Dafür braucht man aber irgendwie dieses Polymer. So, ich speichere nochmal, weil das war heute echt ein bisschen schade. Dass wir da ein bisschen Spielstand verloren haben. Dachte eigentlich, das Spiel würde gar nicht mehr großartig abstürzen. So, okay, hier könnten wir eigentlich fast schon wieder switchen, oder? Weil hier ist, glaube ich, nichts mehr, was uns gefährlich werden kann. Und dann fliege ich lieber. Manuel. Manuel, jetzt bleib doch mal stehen! Hallo! Mann, du sollst stehen bleiben. Ja, okay, dann halt nicht. Der ist wirklich, ey, ohne Witz, der ist wie der echte. Oh, wir haben es geschafft. Zum zweiten Mal. Ei. Das Problem mit dem Stein konnten wir zwar trotzdem noch nicht lösen, aber wir haben jetzt zumindest ungefähr einen Plan. Jetzt gehen wir wirklich auf Nummer sicher, speichern. Alle anhalten. Danke. Manuel, komm her. Oh ja, hier gehe ich mal richtig schön in Ausdauer rein. Oh, hier ist doch auch nochmal was Nettes. Ich will aber kurz mal gucken, was das jetzt hier ist. Das sind einmal die Handschuhe und die Hose. Achso, aber die ist kaputt oder was? Wird hergestellt. Okay. So, was haben wir denn hier Feines? Oh. Ah, Iguanodon. War das nicht... Oh! Jawohl! Hier eine schöne Armbrust. Pulmonus-Gyorsattel. Danke. Ein paar Karotten. Ah, das sind doch Leckereien. Das ist doch cool. Ah, jetzt ist er voll. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Was können wir... Warte mal, ich kann mal hier ordentlich was fressen. Die sind echt viel zu schwer, oder? Die Karotten... Speerbolzen. Okay, was ist... Er hat, das sind halt 20 Kilo. Pulmonus Scorpius. Ach, das ist so ein Skorpion. Gibt's den überhaupt hier auf der Insel? Ich lasse das mal fallen. Weil ich will ja schon hier eigentlich ein bisschen fliegen. Ja, geht doch. Naja, es war auch so, dass mit dem einen kann man Stein farmen und mit dem anderen eher Metall, mit dem Anki, ne? Ich hätte vielleicht auch mal gucken sollen, wo es Ankis gibt. Weil mit denen kann ich ja beides farmen, mit einem guten Anki. War das nicht so? Ist das eine riesige Ente? Ja, tatsächlich, eine riesige Ente ist das. Oder was bist du? Ja. Oh, da hinten ist ein riesiger Megalodon. Da rechts. Alter!
Da gehen wir auf gar keinen Fall hin. Jo, boah, ist der riesig. Oh, hier sind auch die Sümpfe. Da drin waren noch immer diese Anacondas oder so. Oh, da müssen wir jetzt gleich mal gucken, weil die würde ich schon ganz gerne überfliegen. Haben GLP und ich nicht hier irgendwo in der Nähe gewohnt? Es kommt mir so bekannt vor. Da vorne ist auf jeden Fall ein Berg. Ich muss auch gleich runter. Doch, doch, hier haben wir gelebt. Also jetzt nicht direkt hier, aber irgendwie, es kommt mir auf jeden Fall heimisch vor. Oh, was geht hier? Wer kommt da aus? Oh, direkt Raptoren. Okay, wir müssen hoch. Hoch, hoch, hoch über die Baumwipfel. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Ja, da ist der Berg. Oder ist das der Vulkan? Boah, es wird auch so ein Kampf, den nach Hause zu bringen. Oh, was ist das? Was ist das? Guck mal hier, irgendwelche Ruinen. Hier können wir ja perfekt landen. Was ist das? Perhaps it will be the first one that touches your mind, or the last. Cause and effect. I can follow through reason. Was ist das? Time itself. Die talkt mit mir. That takes concentration. Whoa. Seconds. Centuries. Decades. Hours. Jo. Minutes. Alter, da ist einfach so ein riesiger... Hier, noch einer. Junge, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Nach oben. Einfach nur weg hier. Und hier können Ankis sein und auch die anderen. Ja, guck mal, und hier ist doch so dieses Metallerz. Doch, doch, das kenne ich doch. Das ist so eine Metallader. Ja, ja, ich bekomme, glaube ich, wegen dem falschen Werkzeug jetzt da nicht so viel von. Naja, das ging immer mega ab. Ich kann leider auch nicht wegen dem... Ja. Ich darf hier die Steine auch auf jeden Fall schon mal fallen lassen. Das Erz nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Hier müssten die auf jeden Fall leben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob oben am Berg... Das ist natürlich einfach vollkommen gefährlich. Mit den T-Rexes oder was auch immer das war. Fliegen hier einfach mal alles ein bisschen ab. Haltet die Augen offen, Leute. Man kann hier auch echt... Agathe? Agatha! Agatha! Hier, das ist doch so ein... Ja, ja. Warte mal, kann ich die mit der Bola... Wie hat man die nochmal gecatcht? Oh, Alter, du greifst mich an! Mach doch nicht so ein! Ey, aber sie zu catchen wäre mega gut. Warte mal, aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Ich sehe halt nichts. Ah, weil hier... Der Dunst. Ja, bringt nichts. Vielleicht müssen wir... Können wir sie irgendwie locken? Ich weiß nicht, wo wir sind. Da, warte, da, hier. Komm her. Komm her, geh zu uns. Such dir was zum Landen. Wo ist sie? Da. Komm her. Zack. Ich hab sie? Nee, ich hab sie nicht. Treffer. Aua. Aua, das tut weh. Nein! Du sollst sie doch hören! Nein! Na, Manuel, warum musst du immer alles kaputt machen? Manuel, jetzt komm her. Nein! Boah, alter Schwede, Junge, warum? Warum? Paluten, das war dein Fehler, weil du hattest sie nicht auf Passiv. Ja, ich weiß. Komm mal her, Junge. Passiv. So. Was bist du denn für einer? Lass mich in Ruhe. Boah, das wäre halt so gut gewesen, wenn wir Agatha hätten. Aber da hinten ist doch auch noch ein Berg. Weil hier oben sehe ich auf jeden Fall keinen von denen. Oh, ein Pferd. Boah, es wäre so geil gewesen, wenn wir Agatha gehabt hätten. Oder nee, hieß sie nicht Agathe? Sie hieß doch Agathe. Sorry, Leute. Es ist auch bei mir 5 Jahre her. Weil das Coole bei ihr ist doch, dass sie Leute grabben kann. Und wenn wir erst sie tamen... Und dann so ein Anki und die können wir super easy nach Hause bringen. Oder eben egal, wohin wir sie brauchen. Das wäre halt schon 10 von 10. Oh, warte mal, er ist auch im Level. Auf jeden Fall mehr Ausdauer und Gewicht. So, wir fliegen mal ein bisschen nach oben. Weil wenn sind die Adler da oben? Oh, da ist nochmal ein bisschen Eisenerz. Ja, das Problem ist, hier oben hast du halt... den Nebel...
Oh, da vorne ist noch einer. Junge, das wäre doch die Chance. Ja, hier ist doch Obsidian oder so. Warte mal, wir müssen ja nur... Warte mal, komm mal her hier. Komm mal her. Guck mal, du willst doch... Ja, du hast doch mega Bock auf Beef. Genau. Oh ja, ja. Komm. Komm her. Aua. Absteigen. Perfekt. Mist. Warum willst du mich jetzt nicht mehr angreifen? Guck mal hier. Ah, du musst landen. Oh ja. Zack. Reinballern. Reinballern. Oh, er liegt. Er liegt. Warte mal. Argentavis. Du brauchst Filet, gegrillt. Oh, aber rohes Fleisch geht auch. Das müsste ich doch... Oh nein. Wir haben gerade nichts am Start. Doch. Ich trottel. Ich hab hier was unten im Inventar. Hier. Komm her. Rein damit. Stapel teilen, halbieren, kriegst auch ein bisschen hiervon. Okay, können wir hier vielleicht Mejo Berries oder sowas sammeln? Andernfalls können wir mit dem Pfeil nochmal reinballern. Boah, das wäre ja mega geil, der Argentavis. Weil, genau, weil mit ihm können wir doch, wie gesagt, auch, glaube ich, Sachen transportieren. Und wenn wir dann Anki haben, das wäre gut. Das wäre richtig, richtig gut. Ich sehe mich schon hier gleich diesen Berg runterfallen, weil man hier aber auch stellenweise nicht richtig zurechtkommt. Unser Outfit ist auf jeden Fall heiß. Ja, Hammelfleisch, da kommen wir jetzt nicht ran. Gegrilltes Filet geht auch nicht. Das Gute ist, du bist nur Level 6. Ich glaube, ich gehe mal kurz zu Manuel und hol den hier rüber, wenn ich das irgendwie schaffe. Hier nicht den halben Berg runter zu fallen. Diggi. Okay, alles gut. Manuel ist hier. Jawohl. Genau, dann lande ich mal hier direkt daneben. So, drückt die Daumen, Leute. Boah, sieht schön aus hier oben. Ja, hier könnt ihr auch schön wandern, eine Runde. Was kann denn diese? Bietet einen bemerkenswerten Schutz vor Schaden und hält dich warm, aber nur solange es trocken bleibt. Ah, okay. Boah, das braucht echt viel. Ja, bisschen Gewicht, bisschen Gesundheit. Können wir denn hier? Boah, wir können eigentlich so viele neue Sachen lernen. Fernrohr, schwaches Heilmittel, eine Angel. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel noch nie geangelt, genauso wie geräuchert. What? Alarmanlage, eine Pike. Wir können aber trotzdem uns nochmal auf die Suche machen, weil er wird ja eh gezähmt, egal ob wir nun direkt daneben stehen oder nicht. Ob wir hier vielleicht einen Anki oder so finden. Oder halt diesen Deo-Dude. Oh, da ist ein T-Rex, der gegen den Argentavis kämpft. Oh, der hat ein kleines Kind. Oh. Das ist ja niedlich. Nein, nicht mich. Nicht mich. Danke. Nicht mich, habe ich gesagt. Oh! Oh, stimmt. Der hatte doch irgendwas, dass er jemanden bewusstlos machen kann, oder? Irgendwas war da. So, Mr. Argentavis, warum gehörst du noch nicht mir? Hm? Kannst du mir das erklären? Oh, guck mal hier. Hier ist so eine Explorer's Note wieder. Oder? Jetzt labert er wieder eine halbe Stunde. Ein Otter! Oh, cool. Krieg ich von dir Filet? Komm mal her hier, Alter. Oh ja, wir kriegen sogar Filet. Das ist doch viel besser. Guck mal hier, Argentavis. Friss das frische Filet. Gib mal her. Ja, guck mal hier. Das ist doch was ganz Feines. Rein damit. Frisst er denn immer den geilsten Kram als erstes? Oder wie läuft das? Erzähmung ist immer noch bei 0%. Aber der braucht, wenn er Hunger hat, kriegt er erst was. Ich fliege hier nochmal eine Runde. Ich gehe ja mal davon aus, dass das Filet, was wir jetzt drin haben, auf jeden Fall fürs Erste reicht. Oder hat er so einen Mega-Hunger? Ich meine, wenn wir hier nochmal so einen Argentavis finden, können wir den ja nochmal fressen. Ah ja, da sind sogar welche, aber die sind zu zweit. Da habe ich jetzt wenig Bock drauf. Gehörst du uns? Ich hab dich! Aber warum konnte ich keinen Namen? Option, die nur Export... Namen ändern! Jawoll! Agade! Das muss doch Agade gewesen sein. Warte, lass mich kurz mal nachgucken. Ich kann nämlich in meinen Kommentaren filtern... Agathe. Ja, es war Agathe. War jemand Lal23. Du musst dir bald unbedingt eine Agathe zähmen. Ja. Agathe. Jawohl. Wir haben sie. Alle Folgen. Perfekt. Dann haben wir jetzt Schritt 1 erfüllt. Wir haben eine Agathe und dann brauchen wir jetzt nur noch was zum Steinefarmen. Oder Erz, je nachdem, was wir zuerst finden. Leute,
das war's mit einer weiteren Folge von Ark Survival Ascended. Wenn es euch gefallen hat, schallert den Like rein. Das war ein Abenteuer heute. Vergesst nicht, ab heute 20 Uhr Weihnachtsmini-Paluten 2.0, genauso wie die Reflektorjacke. Vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.